Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und wenn ich heute sage langfristig, dann meine ich langfristig. Wir werden uns nämlich Zeiträume angucken von 10 Jahren, sogar 15 Jahren und werden uns dabei die Frage stellen: 1000% Kursgewinn mit Dividendenaktien, ist das denn möglich? Und am Ende des Videos werden wir eine relativ klare Antwort haben. 1000% Kursgewinn klingt schon viel mit Dividendenaktien. Das klingt eigentlich irgendwie ja, zu schön, um wahr zu sein. Denn die Annahme ist ja oft so: Ich muss mich entscheiden, will ich Dividenden kassieren oder will ich Kursgewinne haben? Und beides auf einmal, ja, das geht eigentlich gar nicht. Und ob das tatsächlich so ist, das gucken wir uns einfach mal an. Als kurzer Hinweis: Wir haben hier den Aktienfinder, da haben wir momentan 651 Aktien drin. Das ist natürlich sehr viel weniger, als es Aktien gibt, die insgesamt handelbar sind auf der ganzen Welt. Es sind aber die Aktien mit der, beziehungsweise die Unternehmen der größten Marktkapitalisierung, die sind drin und das sind die beliebtesten Dividendenaktien, die sind ebenfalls im Aktienfinder enthalten. Insofern würde ich schon sagen, dass das, was ich oder was wir hier jetzt in dem Video sehen werden, ist aus meiner Sicht repräsentativ. Wir werden jetzt in die Zeitmaschine einsteigen. Wir gehen hier 15 Jahre zurück und tun dann so, als ob wir quasi vor 15 Jahren angefangen hätten zu investieren in die entsprechenden Aktien. Und dann gucken wir mal, wie es gelaufen wäre. Beziehungsweise wir suchen uns jetzt explizit Aktien aus, die am besten gelaufen sind anhand der Kursgewinne und schauen dann, ob wir da Dividendenaktien finden und gucken dann beispielsweise an, wie hoch ist wäre denn die Einstiegsdividendenrendite gewesen, was hätten wir dann kumuliert an Dividenden kassiert und einfach um die Frage zu beantworten, ob es eben gibt 1000% Kursgewinn mit einer Dividendenaktie, das heißt mit Aktien, die von Anfang an quasi Dividenden bezahlt haben, schon vor 15 Jahren. Dann geht's mal los. Und wir haben hier die Aktien mit den höchsten Kursgewinnen. Da haben wir jetzt Aktien drinne hier über 20.000%. Das heißt, der Wert hat sich verzwanzigfacht der Aktien in den 15 Jahren, also vereinzwanzigfacht, um genau zu sein. Dann haben wir 10.000%, 9.000 und so weiter. Also alles ganz ordentlich. Ich wäre auch mit einer mit dem Kursgewinn von diesen Prozenten hier zufrieden gewesen. Was wir hier sehen, ist die Dividendenrendite. Alle blauen hinterlegten Kennzahlen hier sind dividendenbasierte Kennzahlen. Und da sehen wir eben, dass die Dividendenzahler hier in der Minderheit sind, zumindest bei den Aktien, die die höchsten Kursgewinne zu verzeichnen haben. Die schütten auch heute noch keine Dividende aus, obwohl die ja schon mindestens 15 Jahre alt sind. Es gibt ja schon Kurse seit mindestens 15 Jahren, sonst wäre das hier nicht gefüllt. Und trotzdem bezahlen die noch keine Dividende. Es ist also davon auszugehen, dass die dynamisch weiter steigen. Deshalb als nächstes würde ich sagen, wir schränken ausschließlich auf Dividendenzahler ein. Ich beschränke mich mal hier auf mindestens 10 Jahre Dividendensteigerung, um andere interessante Aktien da vielleicht auch noch drin zu haben, die die 15 Jahre nicht ganz erreichen. Und da sehen wir dann, dass wir jetzt also nur noch Dividendenzahler haben. Und wir haben also schon mal Dividendenzahler, die ihren Kurs mehr als verzehnfacht haben, die also mehr als 1000% Kursgewinn gemacht haben. Und die meisten davon haben schon von Anfang an Dividende bezahlt, also von seit mindestens 15 Jahren. Der hier hat schon seit mindestens 15 Jahren Dividende bezahlt. Dividende nicht gesenkt. Bei Aktien mit so hohem Kursgewinn, da ist es für mich synonym mit Dividende bezahlt seit, weil ich nicht davon ausgehe, dass solche Unternehmen hier die Dividende gesenkt oder gar ganz gestrichen haben. Wir haben hier also Lotus Bakeries. Wer hat es gekannt? Also ich denke, die ist nicht besonders bekannt, die Aktie. Die ist aus Belgien. Und wenn wir uns die mal angucken, dann fällt ja auch erstmal auf, dass die eine Dividendenrendite aktuell hat von 0,8%. Und ich denke, da werden jetzt die meisten sagen: Boah, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Das ist für mich keine Dividendenaktie. Für mich fängt eine Dividendenaktie an bei vielleicht 1%, 1,5%, 2%. Ich weiß es nicht genau. Kann ja jeder ein bisschen anders sehen. Aber 0,8% ist doch schon ein bisschen wenig. Interessant, ich habe mir die Aktie nämlich schon angeschaut, ist, dass wenn wir vor 15 Jahren eingestiegen wären, dann hätten wir eine durchaus höhere Anfangsdividendenrendite gehabt, nämlich 1,75% im Schnitt. Wir hätten theoretisch sogar mit 2,35% in 2004 einsteigen können, wenn wir es gut oder glücklich, muss man ja eher sagen, getimt hätten. Während der Finanzkrise hatten wir hier sogar mal eine Dividendenrendite von knapp 3%, 2,83%. Und da würde ich ja schon sagen, dass man das wirklich dann als Dividendenaktie bezeichnen kann. Und dann ist was Interessantes passiert. Dann ist die Dividendenrendite
immer weiter zurückgegangen bis ja, 0,6% und momentan 0,8%. Und das, obwohl wir ja hier Dividendensteigerung haben im zweistelligen Bereich. Dieses Dividendenwachstum hat sogar noch angezogen im Vergleich auf die letzten 5 Jahre, im Vergleich zu den letzten 10 Jahren im Schnitt. Und das ist natürlich passiert, weil der Kurs angezogen ist. Wir hatten hier 80 Euro in 2004, sogar ein Tiefskurs war sogar bei 60 Euro und momentan notiert die Aktie bei 2440 Euro. Das ist natürlich schon, ja, das ist schon der Kracher, ne? Also wenn man das gewusst hätte in 2004, da hätte man vielleicht ja Millionär werden können, je nachdem, mit wie viel Kapital man da reingegangen wäre. Natürlich mit allem, aber mal gucken, wie viel Kapital man hätte einsammeln können dafür. Und es ist natürlich kein Zufall. Hier sehen wir dann die Gewinnentwicklung in 2004. Gewinn pro Aktie ungefähr 8 Euro, knapp 9 Euro und jetzt eben halt ja verneunfacht ungefähr. Und hier sehen wir dann die Dividendenentwicklung. Und das heißt also, dass man hier hätte einsteigen können mit einer relativ hohen Dividende. Es war eine Dividendenaktie, der mit über 2% oder knapp 2%, was war es nochmal? 1,7, ne, im Schnitt, ja, 1,7%. Und dann ist die wirklich durch die Decke gegangen. Und dann gucken wir uns einfach mal noch die nächste an, das Alimentation Couche-Tard. Die hat ihren Kurs immerhin noch gut verzwanzigfacht. Auch hier, 0,5% Dividendenrendite, das ist ja gar nichts, ne? Aber auch hier hätte man einsteigen können mit einer Dividendenrendite von bis zu 1,7%, auch nicht schlecht. Und dann natürlich auch hier wieder dieses Kurswachstum, diese richtige Kursrakete. Da hatten wir Kurse von unter 4 kanadischen Dollar, unter 3 kanadischen Dollar teilweise. Und momentan sind wir bei 74 kanadischen Dollar. Auch hier natürlich hier ein dynamisches Gewinnwachstum, ist ja klar, weil das ist ja die Ursache für alles. Nur dadurch können ja die Dividenden weiter gesteigert werden. Nur deshalb ist ja auch der Markt bereit, immer mehr für diese Aktie zu bezahlen, weil die Gewinne einfach anziehen. Und da gucken wir uns jetzt einfach mal hier an, ob diese Dividenden von 0,5% tatsächlich nur Almosen sind oder ob das doch tatsächlich ein bisschen mehr ausmacht. Und da konzentrieren wir uns hier mal auf diesen Chart. Und hier haben wir erstmal die kumulierten Kursgewinne, also ausgehend von ganz vom Anfang. Also wenn man hier in 2000 investiert hätte, dann haben wir hier die kumulierten Kursgewinne. Hier gab es mal einen kleinen Kursrücksetzer, geht so bei jeder Aktie. Und dann haben wir hier diese 9.566% zum 31.10.2018. Und wenn wir uns jetzt noch die kumulierten Dividenden dazu nehmen, dann fallen die eigentlich kaum ins Gewicht. Also optisch fallen sie kaum ins Gewicht. Da könnte man sagen, ja, das spielt eigentlich keine Rolle. Wenn wir jetzt aber die kumulierten Kursgewinne rausnehmen und zeigen uns nur die Dividenden an, dann sehen wir hier schön dynamisches Dividendenwachstum, also eine Kurve, die nach oben zeigt. Und wenn wir dann einfach uns mal hier angucken, die kumulierten Dividenden. Alimentation Couche-Tard hat am Anfang noch keine Dividende bezahlt, deshalb hier noch 0%. Und dann haben sie angefangen, Dividende zu bezahlen. Und dann sieht man hier quasi die Dividenden, die werden gesammelt und prozentual im Vergleich zum Einstiegs-, also zum investierten Kapital, werden die immer höher. Und schon in 2015 hätten wir unser investiertes Kapital ausschließlich über die Dividenden zurückbekommen. Und dann dauert es auch gar nicht lange, nur 2 Jahre, dann hätten wir es doppelt zurückbekommen. Und dann nochmal 2 Jahre und dann haben wir es schon dreifach zurückbekommen. Und das zieht dann immer weiter an. Hier vierfach zurückbekommen und hier würden wir, wenn es denn so kommt mit den Dividendenerhöhungen, wie das prognostiziert ist, dann hätten wir hier unser Kapital schon allein durch die Dividenden fast sechsfach zurück. Und das ist natürlich das dynamische Dividendenwachstum. Und zwar ist die aktuelle Dividendenrendite sehr niedrig und auch damals, wenn man eingestiegen ist, damals war die Dividendenrendite bei 0,33%, also das war ja jetzt wirklich nicht der Kracher. Aber durch die Erhöhung eben ist es tatsächlich so, dass über den Zeitverlauf wir dann schon allein durch die Dividenden unser investiertes Kapital mehrfach wieder zurückbekommen, in einem doch halbwegs überschaubaren Zeitraum, sage ich mal. Insofern fallen die Dividenden in der Gesamtrendite zwar nicht so wirklich oder relativ schwach ins Gewicht, aber es ist ja auch nicht schlecht, wie man sein investiertes Kapital mehrfach schon allein durch die Dividenden zurückbekommt. Insofern auch bei Alimentation Couche-Tard für mich jedenfalls die Dividende mehr als hier nur ein Almosen.
Und ich denke, das setzt sich hier jetzt dann auch noch öfter fort, dass wir relativ niedrige Anfangsdividendenrenditen haben, weil eben die Aktien so gut laufen, weil dadurch haben wir ja eben dann so hohe Kursgewinne. Wir sehen dann aber auch, dass wir hier relativ hohe Zuwachsraten haben, jährliche Zuwachsraten auf die letzten 10 Jahre bezogen im Schnitt, fast ausschließlich über 10%, hier mal nicht, und auch auf die letzten 5 Jahre noch meistens zweistellig. Und auch geschätzt, dass das Dividendenwachstum dann noch relativ hoch. Insofern würde ich schon sagen, es ist tatsächlich möglich, dass man mit Dividendenaktien 1000% Kursgewinn erzielen kann. Interessant ist, dass es nicht immer die bekanntesten Aktien sind hier. Also wenn man sich die Namen hier anschaut, man denkt ja dann eher an Apple, Microsoft und so weiter. Hier haben wir doch eher Aktien, wo ich sagen würde, die sind jetzt eher aus der zweiten, vielleicht sogar aus der dritten Reihe, Lotus Bakeries, vielleicht sogar aus der vierten Reihe. Und das sind die Aktien, die aber trotzdem stabil steigende Gewinne haben und mit denen man wirklich am besten gefahren wäre. Man sieht die Qualität dieser Aktien ja auch anhand der Auszeichnung. Da wimmelt es ja geradezu vor Auszeichnungen. Wir sehen auch das Ranking, das bei mir, also mein persönliches Ranking hier, Gewinnwachstum, das geht ausschließlich auf das Wachstum von Gewinnen, operativen Cashflow. Und wir sehen, dass es doch relativ hoch ist. Interessant übrigens auch, die niedrigsten Scores haben hier Texaf und Hengan. Und es sind auch die Aktien, die auf die letzten 10 Jahre bezogen relativ schwach gelaufen sind. Also Hengan 140% Gewinn und Texaf knapp 300% Gewinn. Ist natürlich immer noch in Ordnung, deutlich mehr als das Sparbuch. Aber wenn wir uns das vergleichen mal mit dem Rest, was wir so hier haben, sehen wir eben, dass die Kursgewinne doch relativ schwach ausfallen. Und die fallen eben schwach aus, weil der Gewinnverlauf in den letzten Jahren dann doch nicht so dolle war. Und das spiegelt sich eben hier ganz offenbar oder ganz offensichtlich im Ranking wider. Kurse selbst werden ja im Ranking hier nicht verarbeitet. Und auch wenn wir hohe Einstiegsdividendenrenditen nicht zu erwarten haben, jetzt auch nochmal als Fazit, dann durch die Dividendendynamik kommt trotzdem ganz schön was zusammen. Wir haben ja auch gesehen, jetzt bei Alimentation Couche-Tard, dass wir das Mehrfache unseres Investments wieder rauskriegen nach 10, 15 Jahren. Und insofern ist es, und das ist für mich die wichtigste Message, auch für dividendenfokussierte Investoren unerlässlich, dass man einfach auf das Gewinnwachstum auf stabil steigende Gewinne setzt. Auch wirklich dann, wenn man jetzt sagt, ich will aber eine Dividendenrendite haben, am Anfang schon von mindestens 2% oder vielleicht sogar 3%, trotzdem nicht das Gewinnwachstum hier aus dem Auge lassen. Ansonsten ist es halt, oder läuft man die Gefahr, dass die Dividende zu einer Art Schadenersatz verkommt, anstatt hier dynamisch zu wachsen und quasi gemeinsam mit Kursgewinn dazu zu sorgen, dass man hier schöne Renditen langfristig einfährt. In diesem Sinne also immer schön auf das langfristige Gewinnwachstum achten und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!